Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Rezept zur Harscha zeigen. Das ist das marokkanische Grießbrot, was ich immer in der Pfanne zubereite. Dafür braucht ihr 2 Gläser Hartweizengrieß, ein halbes Glas Öl, 2 Esslöffel Zucker. Das vermische ich jetzt alles miteinander gut und dann kommen noch die anderen Zutaten dazu. Jetzt habe ich noch ein Ei und 2 Esslöffel Backpulver dazu hinzugefügt. Und jetzt kommt noch ein Glas Milch. Meine Gläser sind meistens, also die Gläser, die ich jetzt benutze, sind 0,2 Liter Gläser. In der Zeit erhitzen wir schon mal die Pfanne und bestreuen sie mit Hartweizengrieß. Am Anfang macht man sie auf die höchste Stufe und sobald der Teig in der Pfanne ist, geht man auf die tiefste Stufe, die man hat, also die 1, runter und lässt es in Ruhe in der Pfanne backen. Ich bestreue das meistens auch noch mit Hartweizengrieß drüber. Dann hat das dieses typische Harscha. Dieses Harscha bedeutet ja rau, das Gefühl von Rauigkeit und das ergibt dann die Harscha. Und das ist sie. Jetzt ist er fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. النبي قمر وجميل.